Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Finanzpolitik verlangt Klartext. Klartext verlangt, dass man zum Kern der Dinge vordringt. Deshalb gestatten Sie mir, zum Anfang dieser Haushaltsberatung Klartext zu reden. Manche, auch aus dem Kreise dieses Parlaments, hängen ja der Vorstellung an, Berlin sei finanzpolitisch bereits auf der sicheren Seite. Manche sehen Überschüsse. Naja, ich frage mich, wo sie sein sollen. Am Jahresende sind sie wieder verschwunden. Manche glauben, sogar zusätzliche Steuereinnahmen in Milliardenhöhe zu erkennen. Aber das sind Chimären, bestenfalls unerkannte Fata Morganas. Und manche, sehen Sie mir bitte diese Bemerkung nach, können auch einfach nicht rechnen. Im Klartext, finanzpolitisch ist Berlin auf einem guten Weg, aber gerettet ist der Haushalt noch lange nicht. Wir wollen den strukturell ausgeglichenen Haushalt 2015 erreichen, das ist in 2 Jahren. Heute sind wir davon noch einigermaßen entfernt. Ich muss nur daran erinnern, der Zensus hat uns noch mal aufgezeigt, was es bedeutet, und hat uns auch dauerhafte Mindereinnahmen aufgezeigt. Und es gibt auch exogene Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Keiner weiß, wie sich die europäische Schuldenkrise entwickelt. Und wir wissen auch nicht, wie das Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland sich weiterentwickelt. Heute leben wir zum großen Teil in diesem Haushalt, unabhängig mal von unseren Konsolidierungserfolgen, dass die Kapitalmarktzinsen niedrig sind und dass wir ein gutes Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland haben. Ein Viertelpunkt Wirtschaftswachstum sind ungefähr 200 Millionen Steuereinnahmen für diesen Haushalt. Und deshalb wird auch ein guter Teil dieses strukturellen Defizits, was wir nach wie vor noch haben, dadurch übertüncht, dass eben, wie gesagt, die Zinsen historisch niedrig sind und die Steuereinnahmen sprudeln. Was aber auch historisch ist, ist nach wie vor ein historisch hoher Schuldenstand von 63 Milliarden Euro. Das heißt, gerechnet pro Einwohnerinnen und Einwohner haben wir das 2,2-fache des Länderdurchschnitts an Schulden pro Kopf. Das ist unser finanzpolitisches Problem. Und das können Sie auch nicht wegdiskutieren. Und das wird auch dann nicht wegdiskutiert, wenn wir einen ausgeglichenen und strukturell ausgeglichenen Haushalt 2015 erreichen. Und unsere Aufgabe im Senat ist es, diesen Schuldenberg auch anzugehen und nicht, wie Sie das von der Opposition wollen, weitere Ausgaben darauf zu setzen. Und Sie sollten auch nicht vergessen, dass Berlin nach wie vor ein Konsolidierungshilfenland ist. Wir sind gleichzeitig ein Sanierungsland. Wir erhalten deswegen auch 80 Millionen Euro Konsolidierungshilfen. Und wir haben uns verpflichtet, gegenüber den Gebern, Ländern, unseren Haushalt zu sanieren. Und wir haben uns auf ein Sanierungsprogramm verpflichtet. Wir berichten darüber. Der aktuelle Bericht liegt jetzt gerade vor. Das heißt, Berlin legt seine Zahlen vor. Wir sind unter strikter Beobachtung. Und auch der Stabilitätsrat prüft im Rahmen der laufenden Haushaltsbeobachtung von bunten Ländern unsere Haushaltskennziffer. Und wie Sie wissen, auch andere Länder beobachten uns aus anderen Gründen, insbesondere aus dem süddeutschen Raum, die uns ja auch immer unterstellen, dass wir mit ihrem süddeutschen Geld unsauber und unordentlich umgehen und über unsere Verhältnisse leben. Und deswegen ist es wichtig, nochmals daran zu erinnern, dass wir uns darauf verständigt haben, nicht so sehr diese Seite der Einnahmen zu betrachten, sondern dass wir uns darauf verständigt haben, eine Ausgabenlinie einzuhalten. Und seit Jahren konsolidiert dieser Senat über eine Zurückhaltung bei den Ausgaben. Und das ist auch richtig so. Und da wir das sehr langfristig tun, sehen wir mittlerweile auch die Erfolge. Und ich glaube, man kann auch nicht darauf reagieren, dass man sagt, man hat jetzt Erfolge. Naja, dann kann man ja auch die Konsolidierung nochmal verschieben. Und die schönen Einnahmen und die niedrigen Zinsen, ja, die erlauben uns jetzt, neue Ausgaben zu machen. Und ich glaube deshalb, ich sage das auch direkt an Sie in der Opposition, Sie reden den Haushalt schön und Sie nehmen nicht zur Kenntnis, welche Risiken und Probleme nach wie vor in diesem Haushalt drinstecken. Nichtsdestotrotz ist Berlin auf einem guten Weg. Die Berliner Wirtschaft ist seit 2005 um 19% gewachsen. Zur Erinnerung, der Bundesdurchschnitt war lediglich 11,5%. Und ich sagte es schon, wir haben unsere Ausgaben konsequent begrenzt auf insgesamt 5,3% in 10 Jahren. 5,3% in 10 Jahren. Zum Vergleich, Baden-Württemberg, das ja gerade auch in der Klage, die es beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat, so heftig jammert, hat sich in der gleichen Zeit Ausgabenzuwächse von 19% geleistet.
Und Hessen, ebenfalls ein Klägerland von sage und schreibe 32%. Das heißt, in den letzten 10 Jahren haben diese Bundesländer deutlich mehr ausgegeben als wir. Und deswegen kann man auch mit einer gewissen Gelassenheit dieser Klage entgegensehen. Ich denke, wir haben uns da nicht vorzuwerfen. Aber auch das wird in der Klage beschrieben. Uns wird der hohe Schuldenstand und die daraus natürlich resultierenden Zinsaufwendungen im laufenden Haushalt, die werden uns auch vorgeworfen in dieser Klageschrift der Länder Bayern und Hessen. Und deswegen sage ich nochmal, solange man einen Schuldenstand von 63 Milliarden circa hat, gibt es auch keine Entwarnung. Und die spannende Frage ist ja, wie wollen Sie denn, wenn Sie weitere Ausgaben anfordern und einfordern, diesen Schuldenstand abbauen? Wenn man nicht gerade in Betracht zieht, eine Bank zu überfallen, dann bleibt mir doch nichts anderes übrig, als durch selbsterwirtschaftliche Tilgungen. Also, das ist deswegen der einzige Weg, dass wir Überschüsse auch zum Schuldenabbau weiter einsetzen, nicht für zusätzliche Ausgaben. Und Sie sind soeben mal mit Ihren Forderungen über das Zensusthema hinweggegangen. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, der Zensus kostet uns zum Stichtag 9. Mai 2011 470 Millionen Euro. Und mit der Dreifachabrechnung im laufenden Jahr haben wir die Belastung auf 940 Millionen Euro geschätzt. Im September zahlen wir die Abrechnung für 2011 und 12 und das erste Halbjahr 2013 insgesamt 830 Millionen Euro. Und um es mal so ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen, dieser Betrag geht übrigens von dem sehr guten Halbjahresergebnis wieder ab. Denn wie gesagt, dieser Überschuss pro Kopf, der auch von der Bundesregierung zum Halbjahr gerechnet worden ist, war eine Halbjahresbetrachtung und die Zensusabführungen waren damit nicht drin. Und damit nicht genug. Im Dezember ist dann noch die Rate für das dritte Quartal 2013 fällig. Im März 2014 zahlen wir die Abrechnung für das vierte Quartal. Und deswegen kann ich nicht nachvollziehen, wie man einfach über diesen Zensuseffekt hinweggeht und sagt, dieser Zensuseffekt, da hat uns der Finanzsenator ja ins Boxhorn gejagt. Das sind ja Zahlen, die so sind. Und die Einwohner, die uns dort fehlen, und die jetzt etwas durch Einwohnerzuwächse wieder kompensiert sind, haben ja einen Basiseffekt. Das sind ja Millionen, die uns laufend fehlen und die wir in jedem Fall sonst obendrauf gehabt hätten. Und ich kann noch mal sagen, dass wir diese Zahlen auch immer offengelegt haben. Und wir haben ja auch in dem Statusbericht vom 30. Juni dieses Jahres nochmals deutlich gemacht, dass wir zum Jahresende 150 Millionen mehr erwarten, aber allerdings auch, weil dort Sondereffekte drinstecken. Zu den Schwerpunkten dieses Haushaltes. Erstens, wir geben mehr Geld für Bildung aus, für Hochschulen, Kita-Betreuung, Schulsanierung und Brennpunktschulen. Insgesamt über 6 Milliarden Euro. Das ist fast ein Drittel unseres Gesamtbudgets, das für Bildung ausgegeben wird. Wir stärken auch die Bezirke, auch in den kommenden Jahren 50 Millionen Euro. Und wir stellen sie frei, auch von den Folgen des Zensusergebnisses. Wir stellen weiterhin 64 Millionen Euro pro Jahr über Verpflichtungsermächtigung und auch über Liquiditätsabfluss für den Wohnungsneubau. Und damit wollen wir vorrangig die Neubauaktivitäten unserer städtischen Wohnungsbauunternehmen fördern. Und wir wollen sozialen Wohnraum bereitstellen. Und ich sage das nochmals, damit das Bild auch in Gänze rund wird. Was man nicht im Haushalt sieht, ist, dass wir auf eine Eigenkapitalverzinsung des den Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung gestellten Stammkapitals verzichten. Wir haben ja dieses Eigenkapital der Wohnungsbaugesellschaften in unseren 63 Milliarden Schulden. Wir zahlen im Haushalt Zinsen dafür und die Zinsen sind bei uns verbucht und nicht bei den Wohnungsbaugesellschaften und sie vergüten uns dafür nicht. Das heißt, dass wir hier insgesamt noch mal 120 Millionen sozusagen über einen höheren Zinsaufwand in unserem Haushalt haben, mit denen wir die Wohnungsbaugesellschaften zusätzlich stärken. Wir haben den Schulbau, beim Schulbau alles aufgenommen, was uns an Maßnahmen gemeldet worden ist. Wir stärken den Bereich innere Sicherheit mit 160 zusätzlichen Stellen und Ausbildungsplätzen für Polizei, Feuerwehr und LKA. Und wir haben das Tarifergebnis umgesetzt mit insgesamt 5,6% in 2 Jahren. Und wir finanzieren die Entgeltanpassung an den Bundesdurchschnitt bis 2017. Und wir haben den Beamtinnen und Beamten gesagt, unabhängig von Tarifverhandlungen, sie bekommen eine feste Zulage von 2,5% pro Jahr. Das ist etwas in einem Haushalt, der nach wie vor
ein strukturelles Defizit ausweist, der nach wie vor auf eine Verschuldung ausgelegt ist, denke ich, eine ganz klare und eindeutige Schwerpunktsetzung dieses Senats. Aber gleichzeitig denken wir über den konkreten Doppelhaushalt 14/15 hinaus. Wir haben eine Finanzplanung mit vorgelegt und da sagen wir noch mal eindeutig, unser Ziel ist, neben dem operativen Haushalt 2014/2015 nachhaltige Haushalte aufzustellen. Und es ist ja schon bedauerlich, dass man den Grünen den Begriff Nachhaltigkeit erklären muss. Das haben sie nämlich ganz vergessen. Denn Nachhaltigkeit bedeutet, den Haushalt abzuschirmen gegen exogene Störungen und Entwicklung der Weltkonjunktur. Denn ich sagte schon, unsere Risiken liegen im Wesentlichen in der Zinsentwicklung und auch in einer möglichen schwächeren Wirtschaftsentwicklung. Und deswegen sage ich mal, es kann nicht sein, dass wir, wie Sie das wollen, diesen Haushalt immer auf der Flughöhe Null, also in Sichtweite steuern. Das heißt, sobald das kleinste Problem auftaucht, finanzpolitisch, können wir die langfristig ausfinanzierten Ausgabenprogramme nicht mehr stemmen. Und dann kommen Sie im Zweifelsfall wieder auf die Idee und sagen, ja, wir müssen Vermögen verkaufen. Hier geht es darum, eine Finanzpolitik zu machen, die sich selbst trägt und die nicht darauf angewiesen ist, im großen Umfang Vermögen zu verkaufen, wie das in der Vergangenheit passiert ist. Nachhaltigkeit bedeutet auch weiter, Dispositionsmöglichkeiten zu schaffen, um auch neue Aufgaben und Herausforderungen dauerhaft bewältigen zu können. Und das kann nur gelingen, und das ist auch die Antwort, die wir geben, anders als Sie, das kann nur gelingen, indem wir den Schuldenstand dauerhaft verringern und damit die Zinsbelastungen abbauen. Denn nur verringerte Zinsbelastungen geben uns die Freiräume und Spielräume, um auch zukünftig gestalten zu können. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie ja lieber 2 Milliarden Ich kann mir ja vorstellen, dass Sie lieber 2 Milliarden zur Bank tragen, als sie in Projekte für die Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung dieser Stadt einzusetzen. Das passt zu Ihnen. Und Nachhaltigkeit bedeutet drittens, auch den Notwendigkeiten einer wachsenden und sich verändernden Stadt gerecht zu werden. Also Bestandserhaltung und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, das steht für uns an oberster Stelle. Investitionen in Schulen, Investitionen in Hochschulen, Kindertagesstätten, öffentliche Gebäude. Das können Sie im Haushalt nachlesen. Deswegen ist das auch kein Krämerhaushalt, sondern ein Haushalt, der eine klare Zielsetzung aufsetzt. Und dieser Haushalt gibt auch eine Antwort auf das Thema Wohnungsneubau. Mit 320 Millionen in 5 Jahren ist in schwierigen Zeiten ist der Wohnungsneubau abgesichert. Herr Esser, ich muss Ihnen noch nicht erklären, was der Unterschied zwischen einer Verpflichtungsermächtigung und Liquidität ist. Das sollten Sie aber wissen nach den langen Jahren im Hauptausschuss. Dann schauen Sie sich das mal an, dass Sie hier Verpflichtungsermächtigungen haben, die das Thema absichern. Und ich sage nochmals, was Sie auch immer wieder gerne vergessen sind, nach wie vor die 63 Milliarden Euro Verschuldung. Und deswegen können Sie natürlich auch fragen, warum müssen wir Steuererhöhungen machen? Das ist natürlich nicht schön. Wer macht denn schon gerne Steuererhöhungen? Aber wir haben gesagt, ja, wir werden die Grunderwerbsteuer erhöhen, wir werden die Citytax einführen. Und Sie können sich fragen, warum muss das sein? Die einlaufen doch so gut. Aber zwischen laufenden konjunkturellen Einnahmen, die morgen wieder weg sein können, aber unsere Ausgaben bleiben, müssen wir strukturell unsere Einnahmekraft verstärken. Das heißt, wenn wir strukturelle Ausgaben tun in Kitas, in Hochschulen, ich erinnere Sie gerade daran, wir haben Hochschulverträge geschlossen, die uns über 5 Jahre binden, dann müssen Sie auch auf der Einnahmeseite sozusagen genauso in der Langfristigkeit strukturelle Einnahmen schaffen und können sich nicht davon abhängig machen, ob die Kapitalmärkte Ihnen mal gerade niedrige Zinsen einspülen, die Sie dann ausgeben können. Und deswegen ist es wichtig, langfristig zu operieren und langfristig die Einnahmekraft zu stärken, sie auch strukturell zu stärken. Und deswegen ist es trotz der einigermaßen erfreulichen Situation wichtig, eine Citytax einzuführen und die Grunderwerbsteuer zu erhöhen. Das ist nicht falsch. Und auch der Zensus sind ja strukturell bedingte Mindereinnahmen, die damit ausgeglichen werden müssen. Insofern steht das nach wie vor in einem Zusammenhang. Und deswegen ist es auch absolut Quatsch, hier zu argumentieren, der Finanzsenator operiert mit schwarzen Kassen oder er bunkert Geld. Ich sagte Ihnen ja schon, wem wir alles Zahlen abliefern, vom Stabilitätsrat angefangen bis zu den anderen Ländern, bis hin zum Bund, bis hin jetzt in der Klage, wo wir uns rechtfertigen müssen. Also die Zahlen muss man natürlich lesen können, die wir Ihnen vorlegen. Das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich bin hier seit 2009 und da kann man ja so richtig beobachten, den Sinneswandel einiger Abgeordneter. In 2009 bezüglich Ausgabendisziplin wurde uns noch vorgeworfen, ich zitiere, verantwortungsloser Umgang mit dem Thema Neuverschuldung, unumgängliche Haushaltssanierung wurde eingefordert
Zitate, Esser, der Neuverschuldung muss ein Ende gesetzt werden, wenn Sie vermeiden wollen, dass eine ständig steigende Zinslast im Haushalt die Luft abschnürt und Sie politikunfähig macht. Naja, das haben Sie alles vergessen, ist klar, Sie sind auch in der Minderheit. Heute wollen Sie Ausgaben machen, Sie sehen ein paar mehr Einnahmen, schon wollen Sie das Geld verbrennen. Ich sage, das kommt nicht mit uns in Frage, weil wir unser Fähnchen nicht gerade so in Wind drehen, wie da Wahlen anstehen, sondern weil wir auf Langfristigkeit ausgelegt sind. Wir wollen diese Entwicklung und die positive Entwicklung, die in dieser Stadt passiert, in dieser Koalition mit diesem Senat, mit diesem regierenden Bürgermeister, wollen wir auch fiskalisch unterlegen. Und man kann sich natürlich immer in Forderungen nach noch mehr Geld für irgendwas verstetigen. Wenn wir sagen 320 Millionen für Wohnungsneubau, sagen Sie 640. Ich kann natürlich einen drauflegen, sagt eine Milliarde. Also dieses Spiel können wir langfristig fortsetzen. Die Frage ist aber, wo kommt das Geld her und wie finanzieren Sie das? Und dazu finden Sie eine Antwort, sowohl in diesem Doppelhaushalt, aber auch in der Finanzplanung. Und ich denke, es ist für uns wichtig und auch mir persönlich wichtig und diesem Senat wichtig, dass wir über den nächsten Wahltag hinauszahlen. Ich will nicht jedes Jahr 2 Milliarden an Banken zahlen. Ich will nicht vor den Bayern und den Hessen zu Kreuze kriechen, weil wir auf die 3 Milliarden aus dem Länderfinanzausgleich angewiesen sind. Ich will auch nicht einen Haushalt wieder finanzieren müssen, weil ich etwa wieder Landesvermögen veräußern muss. Denn wir haben es heute noch mal gehabt, die GSW, dass wir die mal verkaufen mussten. Das schmerzt und bringt uns auch heute noch dazu, darüber nachzudenken. Das war eine echte Fehlentscheidung. Das wollen wir nicht unter Haushaltsdruck tun. Und die beste Vorbeugung dagegen ist es, solide Finanzpolitik zu machen und nicht auf Sicht zu steuern. Und ich will auch nicht 2020 den Berlinerinnen und Berlinern erklären müssen, dass wir einige Grundbedürfnisse wie Schulen, Kitas, Krankenhäuser oder Straßen einfach deswegen nicht mehr finanzieren können, weil uns die Möglichkeiten zur Kreditaufnahme fehlen. Denn in 2020 können sie sich nicht mehr verschulden. Und deswegen werden wir unseren Kurs beibehalten. Und mit diesem Kurs ist Berlin nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch davor eigentlich gut durch die Krise gekommen. Und wir werden 2015 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt auch vorlegen und rechnen. Und wir werden anfangen, Schulden zu tilgen. Und wir werden mit den ersparten Zinsen das Geld freimachen, um auch diese Stadt weiter nachhaltig gestalten zu können. Und wenn die Einnahmen weiterhin positiv laufen sollten, dann spricht auch nichts dagegen, zusätzliche Investitionen zu machen. Ich denke, das ist der Kurs, für den ich stehe. Das ist der Kurs, für den diese Regierung steht. Und in diesem Sinne, werte Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich Ihnen und allen gute und konstruktive Haushaltsberatungen. Vielen Dank.